Meine Split Sermon hat den Titel Seien Sie ein Vorbild. Haben Sie Probleme mit Ihren Freunden oder Kollegen oder Nachbarn und weswegen? Dies könnte Ihnen die Ursache zeigen und Ihnen einen Plan geben, der Sie anleitet, ein glückliches, reichhaltiges und beispielhaftes Leben zu führen, das Gott beabsichtigt hat. Ich empfehle Ihnen die Broschüre vorab, muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auf die Evangelisten zornig geworden, brachten die wütende Menge sie mit Geschrei zu den Stadtbeamten. In Apostelgeschichte 17, Vers 6. Schlagen Sie bitte auf, Apostelgeschichte 17, Vers 6. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politagen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Mit diesen Worten beschuldigten die verärgerten Juden in Thessalonich den Apostel Paulus und seine Helfer genau der gleichen Sache, derer viele von ihnen beschuldigt wurden. Stellt das wahre Christentum die Welt auf den Kopf? Ist der Heilige Geist der Geist einer eigenartigen Mischung aus irrgeleitetem religiösen Fanatismus, unbegründetem Irrglauben und einer rebellischen Haltung gegenüber Bräuchen, der Gesellschaft und anderen Menschen im Allgemeinen? Ist dies die Haltung eines guten Christen? Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Einige Christen sind solche falschen Haltungen und Verhaltensweisen vorgeworfen worden. Manchmal ist der Vorwurf eindeutig falsch. Aber manchmal beruht er auf Tatsachen. Wie sollten Christen leben, um den Respekt von unbekehrten Kollegen oder Freunden zu erhalten? Wie können wir im Angesicht von Verfolgungen die freudige, furchtbringende Weise des Lebens führen, die wir führen sollten? Schauen wir in Gottes Wort nach den Antworten und benutzen wir die dort enthaltenen Richtlinien mit der gesunden Weisheit. Sind wir ein Licht in dieser Welt? Jesus sagte zu den Jüngern, Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und später dann in Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten von den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus lehrte, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollten, sondern auf einen Leuchter, den alle sehen können. Aber wie lassen wir unser Licht vor den Menschen leuchten? Beachten wir, dass Jesus sagte, die Menschen würden unsere guten Werke sehen und Gott verherrlichen. Vers 16. Er hat nicht gesagt, dass sie unser ständiges Gerede über die Bibel hören würden. Unsere guten Werke, unsere Güte und Dankbarkeit gegenüber anderen, unsere bereitwillige Bekehrung zum Evangelium, unser christliches Lebensbeispiel im Alltag, diese Dinge werden selbst unbekehrte Menschen dazu veranlassen, uns zu bewundern, uns zu beachten, uns zu respektieren. Letzten Endes werden sie erkennen, dass es Gott ist, der uns hilft, so zu leben. Dann werden sie ihn verherrlichen. Aber es wird nirgends als gute Werke bezeichnet, wenn man versucht, Menschen zu überzeugen, dass sie sich irren. Wenn ein Freund oder ein Verwandter nicht an der Wahrheit Gottes interessiert ist, wird ihm nicht dadurch geholfen, dass sie ihn ständig mit dem konfrontieren, was er als ihre, als unsere Religion betrachtet. Es ist sicherlich nicht die von Jesus Christus. Das ist nicht die Weise, in der Jesus ein Beispiel gegeben hat. Denken Sie daran, dass die Menschen Gott wegen ihren guten Werken verherrlichen werden, nicht wegen dem, was Sie oder was wir sagen.
Welche Art von guten Werken sollten wir in der heutigen Zeit an den Tag legen? Die christlichen Werke. In Johannes 14, Vers 11, schlagen Sie bitte auf, Johannes 14, Vers 11. Johannes 14, Vers 11 aus der Neuen Genfer, da sagte Jesus, glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht, der Werken Wille. Er bezog sich auf die Wundertaten, die er vollbrachte und sagte in Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Die meisten der Wunder, die Jesus vollbrachte, waren Taten der Barmherzigkeit gegenüber anderen. Das heißt nicht, dass wir versuchen sollen, die Erde zu verändern. Zum Beispiel an Wahlen teilnehmen, einen Präsident wählen oder irgendjemand anderes wählen. Oder notleidende Menschen Spenden zu senden. Es ist Satanwelt. Satans Welt. Wir können diese Welt nicht verändern. Er heilte die Kranken, sättigte Menge und trieb unreine Geister aus. Paulus schrieb den Brüdern in Korinth, 1. Korinther 12, Vers 27. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Heute ist Jesus nicht hier auf Erden, um leibhaftig gute Werke zu vollbringen. Aber wir von Gottes wahrer Kirche sind Teil seines Leibes, durch den er wahre Wunder wirken kann und auch tut. Gott benutzte bekehrte Christen, um das wahre Evangelium als Zeugnis für die ganze Welt zu predigen und alle anderen Gaben des Heiligen Geistes auszuüben. Indem jeder von uns durch unermüdliches Bibelstudium, ernsthafte Gebete und Fasten Gott näher kommt, werden wir die Kraft erhalten, unsere Berufung in einer Weise zu erfüllen, die Menschen nicht anders können, als sie zu bemerken. In den Tagen der Apostel bestätigte Gott das Wort mit folgenden Zeichen. Markus 16, Vers 20. Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Wenn wir Gott so nahe kommen, wie wir sollten, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wird er uns die Kraft geben, die gleichen wunderbaren Werke zu tun, wie die frühen Apostel und viele andere werden lernen, Gott zu ehren. Aber abgesehen von diesen wunderbaren Werken des Amtes gibt es viele, viele Dinge, die wir alle tun sollten, um Gott in unserem Leben zu verherrlichen. Nun, welche sind es? Ein guter Nächster zu sein, zum Beispiel. Eines der schönsten Gleichnisse Jesu ist die Geschichte des barmherzigen Samariters in Lukas 10, Verse 30 und 37. Es ist die Geschichte eines Mannes, eines Priesters, der dachte, er sei zu wichtig oder zu heilig, um sich damit zu bemühen, einem armen Mann zu helfen, der von Dieben überfallen worden war und verletzt am Straßenrand lag. Es schildert auch das hervorragende Mitgefühl des Samariters. Er war nicht zu wichtig, um selbst einem armen Mann in Not zu helfen, den er noch nie zuvor gesehen hat. Beachten Sie die Weisung Jesu in Vers 37. Dann geh und mach es ebenso. Wie gut sind wir,
als Nächster. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Prüfung Ihrer Fähigkeit, für andere ein Licht zu sein und im Übrigen auch bei der Prüfung Ihrer eigenen Fähigkeiten zum Glücklichsein. Sie sollten sich von Anfang an bewusst sein, dass fleischlich gesinnte Kollegen und Freunde von Ihnen, ein wahrer Christ, der versucht, alle Gebote Gottes einzuhalten, gegen die sich Ihr fleischlicher Körper auflehnt, eine schlechte Meinung von Ihnen haben werden. Sie werden uns als seltsam oder fanatisch angesehen. Es sei denn, Sie ergreifen eine positive Gesinnung, um diesen Angriff entgegenzuwirken. Die Lösung dieses Problems besteht darin, durch positives Tun zu beweisen, dass Gottes Weg der beste ist. Geben Sie sich Mühe, ein wirklich guter Nächster zu sein. Denken wir daran, dass Jesus sagte, Apostelgeschichte 20, Vers 35, schlagen Sie mit mir auf Apostelgeschichte 20, Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Die Hauptmerkmale des Heiligen Geistes Gottes sind Liebe, Freude und Friede. Dies finden Sie in Galater 5, Vers 22, welches wir jetzt lesen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lassen Sie die Liebe Gottes in Ihrem Leben wirken. Versuchen Sie, verständnisvoll, geduldig und immer bereit zu sein, anderen zu helfen. Bewahren Sie die Haltung von Freude und Frieden zu jeder Zeit. Versuchen Sie, andere dazu zu bringen, sich in Ihrer Umgebung glücklich zu fühlen. Gott ist eher bereit, Ihnen von seinem Geist, seiner Liebe, seiner Freude und Friede zu geben. Bitten Sie Gott, Ihnen zu helfen, mehr Liebe zu zeigen, Ihnen seine Liebe zu geben und Ihnen zu helfen, in jeder Hinsicht ein besserer Mitmensch zu sein. Dann lass dich mit Gottes Hilfe von deinen Nächsten durch deine guten Werke, deine Freundlichkeit, deine Liebe, deine Hilfsbereitschaft in Zeiten der Not schätzen und respektieren. Dies wird niemals durch ihre Worte erreicht werden, sondern durch unsere Taten. Seien Sie positiv, seien Sie ein Vorbild. Einer der erstaunlichsten Fehler ist, dass Sie es versäumt haben, eine positive Einstellung zum Leben zu zeigen. Weil Sie erkannt haben, dass vieles in dieser Welt falsch ist, nehmen Sie eine schlechte Einstellung zum Leben im Allgemeinen ein oder an. Sie interessieren sich nicht wirklich für Ihre Familie, für Ihre Freunde oder Ihre Gemeinschaft. Ist dies der Weg, ein Licht zu sein, die Art von Beispiel, das andere bewundern werden? Das wäre dann wahrscheinlich das Schwarzlicht. Es leuchtet kaum. Nein, anstatt gegen alles zu sein, erstreben Sie es, für etwas zu sein. Haben Sie ein positives Konzept zur Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Fähigkeit, Ihrer Bereitschaft, andere Menschen Gutes zu tun und sie zu unterstützen. Jakobus sagte uns in Jakobus 2, Vers 5, Jakobus 2, Vers 5, hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade
sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Einige von uns sind arme, demütige Menschen, wenn Gott uns ruft. Einige haben nicht viele Möglichkeiten der Bildung gehabt und sind in ihrem Sprechen und Schreiben, in ihrem Wissen über diese Welt, über uns und in vielen der menschlichen Umgangsformen eingeschränkt. Möchte Gott, dass wir auf diese Weise bleiben? Zunächst einmal müssen wir bekennen, dass wir, wenn wir alle in dieser Welt sehr erfolgreich gewesen wären, zu stolz gewesen wären, Gottes Wahrheit anzunehmen und uns zu bekehren. Wir hätten zu viel eigenes Vertrauen gehabt, um unsere Bedürfnisse zu Gott zu erkennen. Aber das sollte jetzt alles geändert werden. Jetzt sollte unser ganzes Vertrauen auf Gott ruhen und darauf, was er durch uns tun kann, wenn wir uns seinem Willen beugen. Jetzt, da unser Vertrauen in bestimmte Fähigkeiten auf Gott nicht auf sich selbst ruht, würde er nicht wollen, dass wir diese entwickeln. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 48, schlagen Sie bitte auf Matthäus 5, Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollten danach bestrebt sein, auf jedem Weg Gott gleich zu werden. Durch Gottes Hilfe werden wir dieses Ziel erreichen. Jesus war bzw. wurde Fleisch, siehe Johannes 1 und auch Johannes 1, Vers 14. Uns hat er ein vollkommenes Vorbild gegeben, dem wir folgen sollten. Hat er Jesus schmutzige Worte benutzt? Wirkt er auf andere hinterhältig oder unhöflich? In Lukas 4, Vers 22 lesen wir, dass als Jesus in der Synagoge sprach, Lukas 4, Vers 22, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Sie mussten die Redefähigkeit Jesu bewundern, obwohl sie später das, was er sagte, verurteilten und versuchten, ihn von der Bergkuppe zu werfen. Lukas 4, Vers 29. Lukas 4, Vers 29. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Wenn man die Evangelien liest, kann man leicht erkennen, dass Jesus ein wahrer Leiter der Menschen war. Er war eine Person, die den Menschen von Natur aus bewundern mussten. Auch wenn die Juden das, was er tat, so sehr hassten, dass sie ihn gekreuzigt haben. Entwickeln Sie die Eigenschaft der Persönlichkeit, der Führung? Sind Sie in der Lage, mit Menschen aller Schichten umzugehen und sie zu bewegen? Der Apostel Paulus sagte in 1. Korinther 9, Vers 22, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Sie sollten sich bemühen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu erledigen, sei es Haus oder ihr Garten, so ordentlich
wie es nur möglich ist, zu halten und sich im Rahmen ihrer Möglichkeit auch fein zu kleiden. Wenn sie diese Dinge tun, werden ihre Nachbarn, ihre Freunde und Kollegen die Veränderung für gut in ihrem Leben wahrnehmen und dazu angehalten werden, sie mehr zu respektieren. Zeigen Sie ihnen ein gutes Leben, der überwältigenden Fülle an Freude, des Wachsens in Gnade, in Erkenntnis, des Vorbilds, der Liebe und des Dienens für ihre Nächsten. Mit diesen neuen Fähigkeiten und Interessen, mit der Freude, die aus der aktiven Hilfe für anderen hervorgeht, sollte Ihr Leben interessanter, erfüllter und reichhaltiger sein als je zuvor. Und Sie können im festen Glauben voranschreiten, dass Gott versprochen hat, Ihnen zu helfen, ihm ähnlicher zu werden, indem er Sie leitet, segnet und beschützt durch seinen Geist. Gesunder Menschenverstand sollen wir zeigen. Viele erkennen nicht, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Geist der Kraft und der Liebe und des gesunden Denkens. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Anstatt diese Eigenschaften in ihrem Leben zu demonstrieren, gehen sie in einer eher unentschlossenen, entschuldigenden oder manchmal auch aggressiven Haltung vor, um zu versuchen, den Menschen einige ihrer Überzeugungen einzureden. Menschlich gesehen neigen wir alle dazu, diese Dinge zu tun, und es ist schwer, sie zu überwinden. Aber Gott hat uns den Geist der Stärke gegeben, dies zu tun. Versuchen Sie von nun an, der Welt durch Taten zu zeigen, dass Sie etwas Besseres erkannt haben, erkennen durften, anstatt in all Ihren Reden und Aktionen von der Welt zu sein. Johannes 17, Vers 14 und auch Johannes 17, Vers 16, welches wir jetzt nicht aufschlagen. Zeigen Sie Ihren Nächsten, dass Ihr Glaube zum Guten funktioniert, indem Sie Gutes für Sie tun. Leben Sie mit Gottes Geist in Ihnen das, woran Sie glauben, und geben Sie anderen ein leuchtendes Vorbild. Sie mögen vielleicht nicht mit all unseren Doktrinen übereinstimmen, aber Sie werden die Ergebnisse, die Sie in Ihrem Leben erzielen, respektieren. Nehmen Sie sich selbst als ein Geflecht von Möglichkeiten an, den weichen, formbaren Ton, aus dem Gott, der höchste Töpfer, einen Charakter und eine Persönlichkeit formen kann, die des ewigen Lebens in seinem Reich würdig sind. Versuchen Sie nicht, andere den Eindruck zu vermitteln, dass Sie eigenartig oder befremdlich sind. Es ist Ihre Aufgabe, Ihnen in allem, was Sie tun, den Geist eines gesunden Verstandes zu zeigen. Wenn Menschen Ihnen Fragen zu Ihrem Glauben stellen, was Sie tun werden, wenn Sie ihn leben, dann seien Sie durch sorgfältiges Bibelstudium darauf vorbereitet, Ihnen die Antwort in einer einfachen, klaren und verständlichen Weise zu geben. Zeigen Sie ihnen, dass Gottes Weg Sinn macht und auf einem Gesetz der Liebe gründet, das Krieg, Mord und die meisten Probleme der Menschheit verhindern würde. Wenn es nur gelehrt und befolgt würde. Aber sagen Sie den Menschen nur das, worüber sie sie fragen. Versuchen Sie nicht, ihnen eine neue Wahrheit aufzudrängen. Zeigen Sie ihnen einfach durch Ihre Worte und Taten, dass Gottes Weg auf einem gemeinsamen Sinn und einem gesunden Geist beruht. Bitten Sie Gott kontinuierlich um die Liebe, den Glauben und die Weisheit, ein positiver, ein Vorbild, ein Christ zu sein. Setzen Sie ein Lächeln in Ihr Gesicht, nehmen Sie Ihre Schultern zurück,
halten Sie Ihren Kopf hoch, wenn Sie nach vorne schreiten, um der Welt mit der Liebe Gottes in Ihrem Herzen zu allen Menschen entgegenzutreten, mit seinem Glauben und seiner Kraft, um anderen ein positives Vorbild für den in Liebe und Dienen gelebten Gottessegen zu geben, um in dem Geist eines richtigen Sinnes, damit Sie durch Ihre Taten zeigen können, dass Gottes Weg der beste ist und allen Menschen Glück bringen kann. Auch wenn Sie immer noch von vielen verfolgt werden, wird Ihnen diese positive Gesinnung im christlichen Leben neuen Respekt in Ihrer Gesellschaft verschaffen. Vielleicht werden Sie dann für immer einen positiven Einfluss ausüben. Wichtiger noch, dieser Weg, durch den Glauben und Handeln zu praktizieren, wird Ihrem Leben mehr Sinn, Interessen und Freude geben und Sie darauf vorbereiten, als Könige und Priester unter Jesus Christus zu herrschen. Lesen wir die letzte Bibelstelle in Lukas 22. Lukas 22, Verse 29. Und ich übergebe euch das Reich, wie es mir mein Vater übergeben hat. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Nutzen wir es, halten wir es fest. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich von niemandem um deines Siegeskranz bringen.